Servus, liebe Trader, die Märkte, die sind weiterhin bullish und wir hatten auch am gestrigen Handelstag einige sehr starke Aufwärtsbewegungen bei vielen Einzelwerten und ich möchte euch heute deswegen eine ganz einfache und schnelle Möglichkeit zeigen, wie ihr solche Aktien über unseren Trading Desk täglich aufspüren könnt. Auf traderfox.com findet ihr alles, was ihr dazu benötigt. Ihr braucht nur das Standard-Abo zur Börsensoftware, müsst euch einloggen und dann könnt ihr hier unten über den roten Reiter zum Beispiel auch auf unseren Guru-Desk Nicola Stavas zugreifen. Ich mache das jetzt einfach mal. Nicola Stavas ist ja einer der bekanntesten Trendfolgetrader und seine Strategie war es einfach in bullischen Marktphasen, so wie auch jetzt gerade, wie wir es sehen, auf die stärksten Pferde am Markt zu setzen. Das heißt, ihn interessieren keine Aktien, die vielleicht noch großes Aufwärtspotenzial vom Tief haben könnten. Er will wirklich Aktien, die schon in diesem Jahr stark performt haben und dann das nächste Signal für einen Long-Einstieg liefern. Diese Welle möchte er im Prinzip so gut es geht reiten. Auf dem Guru-Desk Nicola Stavas haben wir das eigene Neo-Davas-Screening erstellt. Da ist kurz erklärt, welche Aktien euch hier aufscheinen, um Aktien nach dieser Strategie auch zu finden. Und zwar geht es darum, Aktien müssen in den letzten 4 Wochen oder 20 Handelstagen ein neues 52-Wochen-Hoch markiert haben. Das heißt, sie entwickeln sich kontinuierlich nach oben und erklimmen immer wieder neue Höchststände. Seit dem Jahrestief müssen sie gleichzeitig schon 70% zugelegt haben und um die bullische Marktphase sicherzustellen, wollen wir auch, dass der S&P 500 über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage notiert. Da haben wir aktuell grünes Licht, GD 200 so 12,5% entfernt. Auch heute haben wir wieder grüne Vorzeichen. Asiatische Märkte sind sehr stark gewesen und Nachrichten zum Impfstoff sowie auch, dass Donald Trump jetzt seine Niederlage mehr oder weniger eingesteht, können die Märkte heute ankurbeln. Ja, dann schauen wir uns am besten gleich mal die spannendsten Aktien an. Als Aktienuniversum haben wir hier die 2000 größten US-Aktien nach der Marktkapitalisierung ausgewählt und hier, wie gesagt, diese erwähnten Filter werden einfach drüber gelegt. Das heißt, ihr habt hier wirklich nur Bullen, die aktuell zu den interessantesten, mitunter auch momentumgetriebensten Aktien zählen. Am besten sortiert man diese einfach immer nach dem Abstand zum 52-Wochen-Hoch, dann weiß man immer sofort, wo ziehen die Aktien gerade nach oben durch. Und sehr stark zum Beispiel gestern auch wieder Wasserstoffwerte quer durch die Bank, auch eine Plug Power, die ist weiterhin im Aufwärtstrend drinnen, konsolidiert immer wieder einige Tage und leitet dann sofort wieder die Trendfortsetzung ein. Ist jetzt hier auch schon ein wenig weit gelaufen, muss man sagen, aber es gibt immer wieder auch noch relativ frische Breakout-Chancen, wie zum Beispiel bei einer Magnite, wo ich dem Big Picture Breakout auch selbst gefolgt bin. Wir haben die Aktie gerade auch erst letzte Woche in unserer Rubrik Super Performance Aktien genau besprochen. Ein sehr spannender Titel, der davon profitiert, dass die Werbeanzeigen immer mehr automatisiert werden, speziell auch im Streaming-Bereich. Viele von euch kennen vielleicht Roku, da gibt es keine monatlichen Abogebühren. Dafür müssen die Nutzer Werbung in Kauf nehmen und Magnite hat hier einen wichtigen Part, um die Werbung zu automatisieren, individualisieren und somit die Effizienz von Marketingkampagnen zu steigern bzw. überhaupt erst die Technologien bereitzustellen, die diese automatisierte Werbung im Streaming-Bereich ermöglichen. Hier gab es zuletzt gute Quartalszahlen, dann eine kurze Konsolidierung und jetzt zieht die Aktie nach oben raus. Wir haben aber auch noch weitere Titel wie eine Zoomies zum Beispiel, da sind wir eher wieder im Konsumgüterbereich, gehen also weg von Technologie, wenn man das Depot ein wenig diversifizieren möchte. Auch hier gibt es gerade den Big Picture Breakout. Zoomies ist ja eine Bekleidungskette, die sich eher auf eine Nische konzentriert hat mit seinen Produkten und aber auch hier gerade erst das Online-Geschäft sehr stark ausweiten konnte. Im Grunde genommen durch diese Nische kann man anderen Modehändlern sehr gut entgehen und ebenfalls von den Lockdowns bzw. den vermehrten Online-Bestellungen sehr gut profitieren. Ja, Ensign Group klingt im ersten Moment relativ langweilig vielleicht auch, ist einer der Bullen unter den Pflegedienstleistern, die laufen ja allesamt Richtung Norden. Ensign jetzt mehr oder weniger der Leader, der sich zu erkennen gibt, haben auch eine wichtige Rolle gespielt während der Pandemie, um Risikogruppen aus den Spitälern herauszuholen, um die Pflege in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Auch hier zuletzt gute Zahlen, die Aktie hat jetzt den Bereich des Hochs konsolidiert und könnte auch heute wieder auf ein neues Hoch ausbrechen. Hat auch schon seit dem Jahrestief um 193% zugelegt.
Ja, darüber haben wir zum Beispiel auch gleich eine Palo Alto Networks, auch sehr spannend, eine Firma aus dem Silicon Valley, ein Cybersecurity-Spezialist, der sich auf Lösungen für Network Endpoint Security spezialisiert hat und auch Daten in der Cloud sichert. Digitalisierung hat sich beschleunigt, immer mehr Unternehmen müssen sich mit den Mitarbeitern auch vernetzen, die Mitarbeiter untereinander, Stichwort Remote-Arbeit und all das liefert Rückenwind. Entsprechend müssen die Daten auch geschützt werden und Palo Alto hat hier mitunter Machine Learning-Funktionen, die diese Lösungen immer effizienter machen, einen guten Schutz liefern. Und hier gab es erst den Breakout nach überzeugenden Q1-Zahlen. Auch hier jetzt kurze Konsolidierung. Die Aktie macht den Eindruck, weiter steigen zu wollen. Ja, weil wir es gerade angesprochen haben, auch eine Roku, ein ähnliches Bild. Sehr, sehr starke Q3-Zahlen, vor allem was das Nutzerwachstum betrifft. Dann hatten wir den Beginn der Sektorenrotation. Da die Impfstoffnachrichten gekommen sind, das hat Tech kurzzeitig ausgebremst. Aber ihr seht, die Investoren sind letztlich überzeugt. Und auch hier gab es schnell eine Stabilisierung. Die Aktie markiert jetzt schon wieder neue Allzeithochs. Die Liste ist hier wirklich aktuell sehr lange. Ich empfehle euch auch hier immer wieder auf Titel mit der stärksten Trendstabilität zu achten. Das sehen wir auch sehr gut bei einer Plug Power, was da gemeint ist. So haben wir nämlich, umso höher dieser Wert ausfällt, eine starke Aufwärtsbewegung unter einer möglichst geringen Volatilität. Das heißt, das ist vor allem auch für beginnende Trader sehr angenehm, diese Titel zu handeln, weil man hier nicht sehr schnell rausgedrängt wird, vorausgesetzt, man findet auch einen guten Einstieg. Aber auch hier gibt es immer wieder die Möglichkeit, neuen Long-Signalen zu folgen, wenn Konsolidierungen nach oben aufgelöst werden. Da ist Plug Power aktuell wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür und hat hier mitunter auch den höchsten Wert bei der Trendstabilität. Sichert euch am besten gleich mal das Abo zur Börsensoftware, dann habt ihr sofort Zugriff darauf. Ich verlinke euch auch noch in der Beschreibung des Videos, was sonst noch alles im Paket inkludiert ist. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Screening und viel Erfolg mit euren Trades.